Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute spielen wir mit Bangalore. Hab schon lange nicht mehr mit ihr gespielt und ich kann schon mal so viel spoilern. Diese Runde war entweder mit einem Fluch belegt oder irgendwie komplett weird. Sie war maximalst verstörend. Guckt selbst. Let's go. Ha, ich weiß nicht, was ich von dem Skydiving-Mode von Bangalore halten soll. Ich weiß nicht. Ich finde, sie ist halt so eine ernste Soldatin und irgendwie ist dieser Skydiving-Mode zu verspielt. Oder was meint ihr? Keine Ahnung. Habe ich mir schon öfter gedacht. Fände ich cooler, wenn es irgendwas, ich sag mal, Ernsteres wäre. Was liegt da? Moser. G7. Okay. Ja. Pretty damn boring eigentlich. Vor allem, weil hier keiner mit gelandet ist. Kann das sein? Es kann nicht sein. Also wenn der Core keiner mitgelandet ist, verliere ich den Glauben an die Menschheit. Retalk. Das ist so ziemlich, neben Terraformer, der meistbesuchteste Spot auf Broken Moon. Komplett. Immer. Total überfüllt. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, ja Bruder, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Wir werden sehen. Aber doch, safe. Ein Team muss mindestens da sein. Ansonsten wirklich verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber wir haben geilen Stuff. Wir haben richtig geilen Stuff. Ich weiß nicht, ob ich bei der Wingman bleiben soll. Hätte gerade irgendwie persönlich schon Bock drauf. Ich werde es halt bereuen. Ich weiß halt schon, dass ich es wieder bereuen werde. Es gibt diesen Moment jetzt gleich, wo ich mich darüber ärgere, dass ich die 301 nicht mitgenommen habe. Ich weiß es jetzt schon. Das wird so sein. Aber okay. Wir probieren es. Okay. Aber nicht so schlecht. Nice. So, einmal. Nati. Sehr stark. Okay, wo ist die Bang? Ach, da ist ein Mobile. Ich weiß nicht genau von wo. Ich weiß Retalk nicht genau von wo. Hä? Wo ist dieser Typ? Ich weiß nicht, wo er ist. Retalk. Er hackt. Er hackt. Wo ist er? Es gibt keine Möglichkeit. Kann man hier irgendwo stehen? Nein. Kann man nicht. Leute. What the hell? Was? Wie hat er das gemacht? Hä? Da kommt man nicht rauf. Okay, jetzt bin ich wirklich... Jetzt bin ich maximal verwirrt. Was zur Hölle war das denn jetzt gerade? Kann man da oben stehen, wenn man da landet? Wer hat ja Stuff? Er muss ja vorher gelootet haben. Warte, das war eine Loba, ne? Und es ist noch eine Loba? Also jetzt wird es mir echt zu bunt. Ich glaube, ich sehe und höre Gespenster. Alles klar. Okay. Keine Gespenster, Gott sei Dank. Pass auf, ihr habt ein Problem, Leute. Ihr habt ein Problem.
gesagt. Let's go. Alter! Was ist heute hier los? Also das habe ich noch nicht miterlebt. Das habe ich Retalk noch nicht miterlebt, was hier heute gerade abgeht mit Bangalore. Was ist denn auf einmal los? Ich spiele doch nur Bang. Ich meine, das ist nichts besonders krasses, ne? Alter. Wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, das ist eine ganz weirde Runde. Das ist eine komplett gestört weirde Runde. Nicht mal das Care Package wurde hier geöffnet. Hey, wo sind denn die dann alle gelandet? Hallo, Core. Es war der First Drop Spot oder einer der First Drop Spots. Der Dings kam von hier. Ist doch klar, dass du hier landest, oder nicht? Und warum hat die Wraith mit Level 5 eigentlich schon wieder 6 Kills? Was soll das? Ey, also jetzt mal wirklich ohne Spaß. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Das ist... Weiß nicht. Die Runde ist mit einem Fluch belegt, habe ich das Gefühl. Warum, ich finde auch keine Gegner. Es ist auch einfach keiner da. Hier, Promenade. Meistbesuchtester Spot. Immer was los. Nix. Nix. Einfach... Keine Schüsse, kein gar nichts. Klar. Also, Oh. Jetzt habe ich aber Steps gehört, ja. Okay. Ja, ja. Stark. Nice. Vergiss es. Vergiss es, Kollege. Als ob du denkst, du kannst mich outplayen. Ja, na, kannst du knicken. Okay. Okay. Und reiner. Bro. Let's go. Alter, ey, es ist so eine verstörende, komische Runde. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich bin einfach nur noch maximal verwirrt. Aber okay. Gut. Keine Ahnung. Einfach ignorieren und weitermachen. Ey, es ist viel zu ruhig hier, ne? Es ist viel zu ruhig. Das ist eine ganz, ganz weirde Runde. Da ist jemand. Ja. Ja, ja. Schön. Jetzt hat er auch noch die rote Waffe. So. Und jetzt? Und jetzt? Okay. Wir haben sie nach Inside geflüchtet. Schlau. Was? Alles klar. Alles klar. Ah ja. Okay. Die sind tough. Give me a sec. Recharge my shields.
Okay, Goldnock. Let's go. Was geht hier gerade ab? Ich kann euch gerade nicht sagen, was hier abgeht. Aber das ist so eine komische Runde. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden. Die Passive von Bangalore ist göttlich. Ist auch meiner Meinung nach der stärkste an dem Kit. Alter. Und auch der Wingman-Skin ist göttlich, ne? Ich weiß, er ist nicht pay to win. Überhaupt nicht, aber er ist einfach nur Oh. Fancy. F. Fancy. Okay, noch ein Care-Package. So, wo ist denn das jetzt? Ich hätte gerne RE. Ich meine, Wingman, ja, die haben mir gute Dienste geleistet bisher. Kann mich nicht beschweren. Aber trotzdem, so eine RE wäre noch geil. RE, Rampage, irgendwie. Ich habe noch ein bisschen Angst vor dieser Wraith, die Killy da war vor mir. Genau die da. Die auch 9 Kills hat. Und Level 63 ist. Hä? Nee, das ist ein Catalyst. Hä? Das könnte ein Fehler sein. Das könnte ein riesengroßer Fehler sein. Ich weiß es nicht. Ich probiere das jetzt einfach aus. Ist mir jetzt erstmal egal. Haben wir ein Purple Shield? Okay. Ist das Swappy? Kein Swappy. Okay. Dann machen wir uns ein Swappy draus. Einfach nur ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Auch geil, dass ich nur ein Medikit habe. Bisschen wenig. Aber okay. Da habe ich die Loba gekillt. Ich könnte mir eins craften, theoretisch. Aber sie hat ja dann welche. Alles easy. Okay. Bats habe ich genügend. Muss bloß rausfinden, wo die letzten sind. Es sind noch 2 Squads irgendwo. Also ich könnte mir vorstellen, ein Solo und ja, die Wraith wird wahrscheinlich Solo sein. Die Killy der Wraith. Und ein Squad. Es ist zu ruhig. Es ist so auffällig ruhig. Ich weiß nicht, wieso. Gut, ich warte jetzt. Ich nehme jetzt hier eine kurze Auszeit. Beachte hier kurz mal die ganzen coolen Bilder. Schön. Ich bin auf einmal Kunstkritiker. Mhm. Ja, ganz gut gezeichnet. Oh, das ist schön. Okay, cool. Aha, siehe. Geil. Ja. Es hat sich immer noch nichts getan. Nice. Wenn der jetzt meinen Ratchet kriegt, dann flippe ich aus. Da war gerade jemand. Das war die Killy der Wraith. Was ist das für eine komische Runde? Ich weiß es nicht. Was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Kann mir es bitte irgendwer erklären? Ah. Das ist gefährlich. Schade.
Oh, ich würde mich an eurer Stelle nicht mit mir als Sniper-Battle anlegen. Das ist nicht klug. Vor allem, ihr habt jetzt richtig verkackt. Ihr habt jetzt richtig verkackt. Ihr seid komplett... Ey, Leute. Also, sorry, aber ihr kommt da jetzt nicht raus, ne? Was zur Hölle war das für eine Aktion? Das ist so weird. Das ist alles so weird. Ich würde es natürlich jetzt auch gewinnen, klar. Aber natürlich mit Style. Hi! Oh! Jetzt will ich mit Style gewinnen. Come on. Wo ist die Maus? Andere Seite. Ah. Schade. Jawohl! Okay, also so eine Runde hatte ich auch noch nie. Hä? Was ist da passiert? Das war maximal verstörend. Aber 3k Damage. Okay. Okay. Läuft. Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Schreibt mal in die Kommentare auf einer Skala von 1 bis 10, wie komisch und verstörend diese Runde war. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.